natürlich auch um die Sneaker hier rum. Das sieht schon verdammt verrückt gut aus. Das ist wirklich, auch hier beim Laufen, können wir mal simulieren, wie das ausschaut. Oh mein Gott, was für ein Anblick. Das ist wirklich, also ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Schaut mal, was schon da ist. Hier sind sie, die Isar-Hosen. Und da hinten auch nochmal, hier drüben, Isar-Hosen in drei verschiedenen Fits. Wir haben ja ein bisschen eine Verzögerung gehabt jetzt. Eigentlich sollte schon das Ganze vor 2-3 Wochen online gehen. Aber ihr wolltet ja unbedingt nochmal einen Loose Fit haben und das haben wir so ein bisschen in Kauf genommen, denn wir haben unseren Stoff verwertet und wir haben auch noch ein bisschen Stoff übrig, muss man sagen, wo wir eigentlich noch Jacken daraus machen wollen. Wir kommen aber gar zeitlich nicht dazu. Ihr müsst daran denken, auf der Webseite sind die Maße für die Hosen online. Das heißt, ihr habt einmal die Beinöffnung, was ja bei den drei Fits wichtig ist. Wie weit die Beinöffnung ist, könnt ihr je nach Fit entscheiden, slim, straight oder loose. Dann ist alles andere eigentlich identisch. Die Länge im Außenbund hier ist komplett identisch. Dann haben wir die Taschen, sind überall identisch. Wir haben hier die Gürtelschlaufen, seht ihr das? Wir haben Gürtelschlaufen mit reingemacht. Wir haben hier die Fake-Lasche vorne mit drin. Und wir haben die Fake-Lasche auch offen gelassen, dass das authentisch wirkt. Dass es hier wirklich so diesen Anzughosen-Vibe hat. Wir haben vorne, oh, verdrehte Etiketten. Wir haben einmal hier vorne die Etiketten mit drin. Und falls es jemanden von euch stört, die Sachen lassen sich hier recht simpel und einfach entfernen. Das heißt, Etiketten könntet ihr entfernen, wenn es euch stört. Aber ihr habt hier ein Doppeletikett. Ihr habt einmal hier das Vishu-Seis drin, drunter und einmal noch Kamera fokussieren würde und einmal das Made in Germany exklusive Manufaktur nochmal drunter. Ich weiß, ist viel, aber wir haben die so angebracht, dass ihr sie problemlos entfernen könnt. Nur so als Gedanke. Jetzt kommt eine kleine Überraschung. Ihr seht schon, elastischer Bund, da ist ein Gummi drin. Ihr seht schon, Gürtelschlaufen. Sollte sie zu weit sein, könnt ihr sie immer noch enger machen. Und alles schön und gut, schon 2 Verfahren, um sicher zu gehen, dass die Hosen euch passen. Aber die dritte, wir haben nochmal Kordel hier drin. Ihr könnt, also es geht nicht, dass euch die Hosen eigentlich nicht um den Bund passen. Gürtelschlaufen, elastischer Bund plus Kordelzug innen drin. Alles versteckt. Das Wichtige ist ja, die Hose soll von außen elegant, anzughosenmäßig anschauen, dass ihr sie auf der Arbeit, Schule, draußen anziehen könnt. Und dabei habt ihr aber die Bequemlichkeit einer Jogginghose. Das ist ja so das ganze Ziel. Und ich finde, es ist wunderschön geworden. Wirklich. Die Isar-Sachen entwickeln sich ja von Kollektion zu Kollektion immer weiter und wird immer besser. Und ich bin einfach nur noch happy. Und ich bin auch sehr zufrieden mit dem Grau. Das ist auch traumhaft schön geworden. Und ihr wisst ja, hier, so sieht das Ganze aus. Ist natürlich jetzt kein Plissé, ne? Also klar, wir imitieren ja nur den Plissé-Look. Ihr seht schon, das Ganze ist hier gefüttert. Wie so Mini-Airbags, die ihr eigentlich unterm Hintern nachher habt. Wirklich so ein schöner Ton geworden. Schwarz und Grau. Und diesmal habe ich nicht den gleichen Fehler gemacht wie beim letzten Isar-Release, wo ich hingegangen bin und habe einfach vergessen, Hosen für mich rauszunehmen. Und da waren alle ausverkauft. Und diesmal habe ich schon vom Bestand meine Hosen in L entfernt. Also ich bin 1,87 Meter, wiege so 95 Kilo und trage L. Und was ich jetzt vielleicht mache mit euch gemeinsam, ich suche mir die Hosen in Grau aus. Ich suche mir den Grau aus, weil da erkennt man auch so ein bisschen mehr. In Slim, Straight und Loose Fit. Und ziehe sie einfach mal vielleicht für euch an, dass ihr das mal live seht. Und dann sparen wir uns vielleicht so ein kurzfristiges Vorstellungsvideo, sondern ihr seht alles live hier in Person. Das ist doch vielleicht mal nicht schlecht und ihr habt so ein bisschen mehr Details. Sorry, ganz wichtig. Ein Detail haben wir nämlich vergessen. Das sind diese Eingriffstaschen. Das sind unsere berühmten Vishu-Eingriffstaschen, wo euch nichts hinfällt. Ihr könnt euch ins Auto hocken, euer Handy, euer Schlüssel fliegt nicht raus. Ihr könnt euch aufs Sofa hinhocken, euch fliegt nichts raus. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Das sind die besten Eingriffstaschen, die ihr je hattet. Ganz wichtiges Detail, hätte ich fast vergessen. Branding haben wir überlegt, ob wir da auch was sticken sollen. Irgendwie haben wir es bei den anderen Isar-Hosen nie gemacht, haben gesagt, wir fangen jetzt nicht damit an. Die Hose glänzt ja. Das Hauptmerkmal ist clean, minimalistisch. Haben gesagt, lass mir weg. Diese drei unterscheiden sich grundlegend an der Beinöffnung. Wir haben hier einmal Slim, wir haben hier einmal Straight und wir haben hier einmal Loose Fit. Der elastische Bund und die Länge der Hose hier ist bei allen drei Hosen identisch. Keine Sorge um dein Handy oder deinen Schlüssel. Unsere speziell designten Taschen sorgen dafür, dass dir beim Hinsetzen nichts aus der Tasche fliegt. Uns war der Fit von allen am wichtigsten. Deshalb hast du neben dem elastischen Bund hier einmal Gürtelschlaufen, dass du auch daran einen Gürtel befestigen kannst. Und weiter hier einmal versteckte Kordeln, die du nach innen klappen kannst, damit man sie nicht außen sieht. In dreifacher Ausführung wird dafür gesorgt, dass die Hose dir perfekt passt. Jetzt zeige ich euch einmal kurz den Slim Fit, weil das ist eigentlich der Fit, der nichts für mich ist, weil einfach meine Körperstatur
Um Oberschenkel geht es tatsächlich sogar noch, aber es wird dann hier unten slimmer und ihr seht schon, ich habe halt unfassbar große Waden und mich persönlich zumindest stört das. Viele werden bestimmt sagen, ist doch eigentlich okay, aber das sorgt halt dafür, dass es nicht mehr um den Schuh drüber geht, sondern dass es am Schuh aufkommt. Ihr seht schon, dann bildet sich entsprechend unten nochmal eine Falte und das ist einmal der komplette Slimfit der Hose, dass ihr das mal gesehen habt in Grau. Und jetzt hüpfe ich einmal kurz in Straight Fit. Hier sind wir im Straight Fit und da sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Die Öffnung unten ist jetzt weiter. Ihr seht schon, das Bein hier wird insgesamt weiter, was sehr, sehr, sehr angenehm ist. Das Ganze geht jetzt auch über dem Schuh. Es frisst ihn nicht komplett, da kommen wir gleich ein bisschen zum Loose Fit dazu. Aber er ist schon über dem Schuh drüber und ist schon so ein Viertelschuh, ist weg. Sieht man hier sehr gut. Das gefällt mir auch tatsächlich sehr, sehr gut. Ist eigentlich so mein To-Go-Fit, Daily-Fit, Büro, Office, egal was du damit machst, das wird einfach passen. Die Taschen, unfassbar tief, sehr angenehm, auch hier um Hintern, alles komplett clean. Ihr könnt es eher hochziehen, ihr könnt es auch High-Waist tragen. Jetzt kommt die Magic. Ihr könnt das Ganze ein bisschen High-Waist tragen, dann tut nämlich die Hose nicht so viel Sneaker fressen. Ich sage euch aber ehrlich, ich bin eher so Mittel-Low-Waist, das darf ruhig unten ein bisschen Falten werfen. Wir sind jetzt beim Loose Fit angekommen und jetzt wird es auch richtig besonders. Das, was bei mir Loose Fit fittet, könnte bei einer dünnen Statur von euch, könnte schon die Straight Fit sein, muss man ehrlicherweise sagen. Was hier aber mit sich kommt, ihr seht schon, die Hose geht schon fast bis auf den Boden. Also nicht ganz, die blockt vorher ab. Seht ihr, ihr habt so 2-3 cm Abstand zum Boden. Könnt das Ganze nochmal Hochwaist oder Mittelwaist tragen, ein bisschen höher, je nachdem, um so ein bisschen die Länge zu kontrollieren. Aber das Ding geht auf jeden Fall komplett über die Sneaker und ich muss euch einfach mal auch den Blick von oben zeigen gleich. Und wie gut das ausschaut, das ist einfach traumhaft schön. Das sieht einfach so nice aus. Ich habe das letzte Mal ja das Ganze nur in Loose Fit gemacht, weil ich halt fest davon überzeugt bin, dass das mit der beste Fit ist. Aber straight und slim für die Leute, die sich da nicht entscheiden können oder nicht mal entscheiden können, sondern vielleicht eine slimmere, dünnere Körperstatur haben, weil da könnte der Loose Fit einfach schon viel zu baggy wirken. Damit ihr mal seht, was ich sehe, das ist wirklich dieser Look von oben. Seht ihr das? Komplett auf dem Schuh, wenn ich das jetzt ein bisschen Low-Waist tragen würde, wo ich will, dass es auch ein bisschen Falten wirft. Ja, das ist schon traumhaft schön, ne? Ich muss ehrlicherweise sagen, das ist der Look, den ich so ein bisschen vom Blickwinkel hier habe. Schöne Tasche. Dann habt ihr das wunderschöne Bein, die Rillen, die Optik. Oh, das ist schon verdammt, verdammt, verdammt nice. Natürlich auch um die Sneaker hier rum. Das sieht schon verdammt, verrückt gut aus. Das ist wirklich auch hier beim Laufen. Können wir mal simulieren, wie das ausschaut. Oh mein Gott, was für ein Anblick. Das ist wirklich... Also ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Jetzt habt ihr es aber nur in Grau gesehen. Ich will euch natürlich auch nochmal schwarz zeigen, weil wir haben ja auch bekanntlicherweise zwei Farben statt nur eine Farbe. Es wird Zeit für die schwarze Hose und schwarz ist schwarz. Grau ist so geil. Meine Lieblingsfarbe und werde ich vermutlich 99% der Zeit tragen, die graue Hose. Aber schwarz hat natürlich auch seinen eigenen Charme. Das ist schon, das ist schon eine Hose, die wird man für den Rest seines Lebens haben. Diese Optik, das ist schon unfassbar schön geworden. Also ich kann es nicht in Worte fassen. Das liegt aber auch daran, ich laufe eigentlich mit 99% der Zeit entweder Grautöne, Weißtöne oder Schwarztöne rum und für mich ist es einfach so mit den zwei Farben meine Welt. Aber schwarz glänzt nochmal besonders. Sagen wir es mal so vorsichtig. Ne? Bin ich sehr, sehr großer Fan davon. Hier auch das Gleiche. Frisst den Schuh ordentlich. Sieht schon sehr, sehr nice aus. Wenn wir das nicht so ganz wollen, können wir die Hose unproblematisch. Da ist ja ein bisschen Spielraum drin, dass man das hier ein bisschen hochziehen kann. Ja, sehr, sehr cool. Man merkt schon dezent, dass ich ein bisschen stolz bin auf die Hosen. Es ist auch ein unfassbar langer Weg. Wann haben wir angefangen? Ich weiß das gar nicht mal mehr. Vor 3-4 Jahren haben wir angefangen mit diesen Isar-Hosen. Die entwickeln sich ja stetig weiter. Es ist einfach so, mein Herz steckt da drin. Und es ist mir eine Riesenfreude, dass die jetzt am... wenn ihr das Video seht morgen, also ich drehe es heute Samstag, Sonntag kommt das Video und die Hosen kommen nächsten Samstag sozusagen in Release. Die sind eigentlich schon da. Am Samstag 18 Uhr. Freut euch auf diese Hosen, das sind wirklich ein Highlight. Nachproduzieren werden wir, glaube ich, nicht. Das macht auch für uns einfach zeitlich keinen Sinn. Wie gesagt, habe ich euch ja vorhin erklärt mit dem Thema Frühjahrskollektion. Werden wir nicht machen. Ihr könnt ein bisschen, ja, wer eine bekommt, kann es enjoyen. Hat so ein besonderes Piece. Und mit den Stoffen, die wir so ein bisschen hier haben, mit den Stoffen, werden wir was anderes machen. Also werden wir keine Hosen mehr machen, sondern werden Jacken, Hemden etc. vielleicht daraus machen. Das ist aber so ein bisschen Zukunftsmusik, müssen wir schauen, wie wir zeitlich halt auch zu dem Ganzen kommen.